sehr Slide und ein herzliches, liebliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Tales of Griseth. Wir sind auf der Suche nach den Geheimnissen dieser Stadt. Und der liebliche Richardo hat uns was Unglaubliches versprochen. Und ich bin halt auch richtig gespannt, was er uns so zeigen möchte. Darum sind wir jetzt auf dem Weg zum Nordtor. Genau. Erkunde die Stadt oder gehe nach Norden. Oh, ich habe sogar eine Auswahlmöglichkeiten. Ich möchte gerne nach Norden. Ist es das nördliche Norden oder komme ich da nicht durch? Bin mal gespannt. Ey, wenn der Richardo uns was zeigen möchte, dann... dann will ich doch auch schauen, was er uns zeigen will. Oh, ich kann wieder kämpfen. Das ist sehr lieblich. Fang mich doch. Ich habe nur drei Kämpfcharakter, ne? Die Cherry kann ja nur nicht kämpfen. Na komm, wir können es mal, weil ich dich sowieso nicht mache. Nice. Der Richard mit seinem Outfit, das sieht halt so komisch aus. Level up für unseren kleinen Freund, der hat einen neuen Titel erreicht. Nice. Ein Ei und einen namenlosen Samen erhalten. Und Schwertregen für einen neuen Richardus. Nice. Können wir hier lang? Oh, nat freilich. Und da haben wir sogar eine geile Schatztruhe am Berg. Noch eine Glaskugel. Wo sind die fucking Glaskugeln da? Ihr habt schon die dritte oder vierte Glaskugel. Das ist ja schon nichts mehr feierlich. Vier Stück habe ich schon. Eine herrlich hüpfende Kugel, die bis vor kurzem noch bei den Kindern beliebt wäre. Ja, bis vor kurzem. Momentan nichts mehr. Leck mich. Naja. Wir werden wohl im Laufe der Zeit wohl herausfinden, was diese Glaskugeln machen. Von daher nur kein Stress. Schon wieder eine Hütte. Ja, da gibt es aber viele Hütten, ne? Das ist ja wahnsinnig. Rindfleisch, zweimal Rindfleisch. Oh, Rindfleisch. Darauf habe ich jetzt auch, ne? Ich muss mir nachher erst noch was zum Essen machen. Hütte am Straßenrand. Mal schauen, was wir hier so Schönes bekommen. Eine Schatztruhe für mich? Nein? Okay. Sprich mit mir. Habt ihr einen Entdeckerbuch? Noch nie hat jemand eine komplette Sammlung aller Entdeckungen der Welt zusammengestellt. Das machen ja auch nur die Trophäenjäger-Lady. Was ich wohl dann auch privat für mich spielen werde. Da freue ich mich jetzt schon. Wahrscheinlich so 850 Item finden. Das wird lustig. Ready, everyone? Take a look at this. Oh, wow. Da können wir schön weit in die Ferne schauen. Nice. Wow, you can see so far. Lawn's not the only place with a great view. Aber unsere haben Blumen. Ding, einzeln für mich, bitch. Sometimes I have the Royal Guard escort me here. I find it relaxing. All you see is land and sky and green. There's no pain, no suffering, just beauty. I see this and ask myself, why must men fight? Why do all arguments inevitably lead to war? Ich frage mich halt echt, wie er zum Edgelord Nummer 1 wird. I would give anything to build a world without conflict. But I suppose that's just a silly dream. No, you can do it, Richard. When you become king, you can create any world you want. My father used to say that same thing, but then... Then what? You can't tell anyone this, but my father isn't sick. He was poisoned. What? Who would do that? There are many who stand to gain by my father's death. And when I become king someday, those same people will come for me as well. They try to kill you? Who are they? Let me at them. I'll take them out right now. Poor Richard. It's okay. I just have to be extra careful from now on. If you ever need anything, Richard, you just come to me. Thanks, Asbel. I will. Die Musik ist ausgegangen. Kommt jetzt die Kampfmusik. Come on,
We should go back to the city. Okay, ich hab schon gedacht. Keine Entdeckung? Gut, dann gehen wir halt wieder zurück. Oh, ich habe so ein gutes Gefühl, dass mein Daddy und mich erwartet. Und so, hey, Espel, schön, dass du da bist. Es ist sehr lieblich, dass du mich sehen willst. Wahrscheinlich noch mit der ganzen Armee und so weiter. Wo war Tiger Party? Oder Tiger Festival, genau sowas. So war ja sein Spitzname, der große Bruder Richard. Leider kein Gespräch. Okay, dann gehen wir mal weiter. Außerdem will ich noch in den in die Akademie sehr gerne rein. Seht ihr die Sehenswürdigkeiten an. Gut, dann laufen wir halt nochmal wegen die Stadt umher. Was wir eigentlich auch schon gemacht haben, aber hey, machen wir es halt nochmal. Das ist ein Soldat. Wow. Das ist eine Treppe. Wow. Das ist das königliche Heiligtum, wo eine Tür verschlossen ist. Wow. Das ist noch eine Tür, wo du nicht rein kannst. Wow. Ein richtiger Führer, der uns alle Sehenswürdigkeiten zeigt. So habe ich das doch gern. Eine Resistenz, wo du looten kannst. Wow. Laternen. Wuhu. Eine hüpfende Lady. Wow. Ein Turtles. Wuhu. Okay, haben wir jetzt genug gesehen? Können wir jetzt, keine Ahnung. Warte mal. Kommen wir jetzt hier rein ins Schloss? Oder nicht? Das ist doch eine Sehenswürdigkeit. Wenn nicht das Schloss, was dann? Was sagst du dazu? Habt ihr Prinz Richard schon getroffen? Nope. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Dann gibt es hier halt nichts Interessantes zu sehen. Aber was gibt es denn sonst für Sehenswürdigkeiten? Ja, die Lady, die freundlich gehüpft hat und so weiter. Nicht ich, die andere Lady. Die neben den Emo. Vielleicht muss ich ja dahin. Mal schauen. Aber ich werde trotzdem mal doch in die Akademia. Das sage ich immer Akademia. Wir sind ja nicht bei Boku no Akademia. Vielleicht ist hier eine Sehenswürdigkeit. Oh, ich habe meinen Vater gesehen. Oh, crap, it's my dad. Böser Blick. Die Blicke haben sich verbunden. Connection on. Rage-Modus on. Explosion! Was that Asbel? Nein. You can come out, Asbel. They've seen us. Gut gemacht. Well, I guess it's time to face the music. Face the music. Asbel? I don't believe what I'm seeing. Ich weiß. Das ist Tiger Festival. Unbelievable. Das sieht aus wie ein Edgelord. Aston, I must return to the boat and continue with preparations. Das ist doch wieder so ein Bossgegner. Er erzählt mir noch nichts. Ich erkenne seinen Blicken. Er ist böse. Er ist böse. Yes, of course. I leave it to you, Mr. Oswald. Goodbye for now, Hubert. I look forward to seeing you again. Yes. Goodbye. Er starrt dem Mann auf die Augen, nicht auf den Boden. Asbel, what are you doing here? Ich bin 10 Jahre alt. Ich werde jetzt Pokémon-Trainer. And Prince Richard, is that you? What's going on? Well, you see. Never mind, it doesn't matter. I suppose I can forgive you this time. Your Highness, I pray my son causes you no further trouble. Dad? I must return to the inn. When you're finished with the prince, meet me inside. Kann ich bitte nicht in dir rein? Das hat sich jetzt falsch angehört. Hey Hubert, komm mit. Wir spielen ein bisschen. He's never this nice. What's going on? Wait, why do I care? Now I don't have to sneak around anymore. This is great. Als ob du dich versteckt hast. Are you all right, Hubert? You're being awfully quiet.
Are you upset we've been exploring the town without you? Look, we weren't trying to leave you out. It just sort of happened. They did this on my behalf. But we should have invited you along. I'm sorry, Hubert. Ich glaube, das ist nicht sein Grund zur Sorge. We spent the whole time trying to hide Richard from people. We had to pretend he was our big brother and everything. What about me? Du bist der kleine Bruder. Am I still your brother? Huh? What are you talking about? Of course you are. Yes, of course. What's gotten into you? Maybe he doesn't want to share his only brother. Maybe he thinks we stole you away from him. Hey, cut it out. That's enough. You're embarrassing me. I know what to do. Let's take Hubert out and show him around. Perhaps you would like to see the castle. Ach, jetzt komme ich zum Schloss, ne? Kaum sagst du es, schnippt er mit dem Finger und dann komme ich plötzlich hier. Can you get us all in? Well, we'd probably have to sneak you in after dark. Okay, dann schlafen wir noch mal, oder? We can't use the front door, but I know a secret passageway that'll work. Ah, okay. That's awesome! I found out about it from some old documents. I just tried it a few days ago. It leads from the castle to a building called the Royal Sanctuary. This is a great plan! Alter, der ist ja total Feuer und Flamme, der Junge. Settled. We'll meet tonight in front of the Royal Sanctuary. Da, wo ich schon dreimal ungefähr war, vor der verschlossenen Tür. Alles klar, Chef. I have to get back before people start to miss me. See you tonight. See you. See you later. This is gonna be great. I told you we could count on Richard. I'm so excited. Aren't you excited, Hubert? Weißt du? Sure. Okay, let's head back to the inn and wait for it to get dark. This is gonna be seriously great. Zweitgeborener. Tja, du bist nicht mehr die Nummer 1, mein Freund. Ist jetzt schon Nacht oder müssen wir nochmal schlafen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Es ist noch Tag. Okay, dann denke ich mal, wir schlafen mal eine Runde. Wie viele Leute sind wir denn jetzt? 4, ne? Okay. Hubert, du bist Level 3. Shame Dean. Sophie ist Level 8. Leck mich am Arsch. So hoch. Wollt ihr euch eine Weile ausruhen? Wenn ihr euren Vater sucht, den sucht man nicht. Findet ihr ihn auf seinem Zimmer, den sucht man sowas von überhaupt nicht. Ach, jetzt muss ich keine 200 Gold bezahlen. Schön. Was? Hast du einen Besen in der Hand? Und stehst einfach nur so dumm rum? Okay. Gibt es etwas, das euch mehr wert ist als ein Menschenleben? Das ist eine Schaufel. Deine Schaufel vielleicht? Nein, das ist keine Schaufel. Das ist ein Besen. Hat sie nur gerade komisch angesehen. Betreten? Ja, betreten wir halt einmal. Da-da-dam-dam. Ich will hier raus! Doch, das sind dann. Ich habe eigentlich gedacht, hier ist eine Terrasse, aber okay. Okay. Daddy, ich hab dich ganz doll lieb. Du gehst heute besser zeitig ins Bett. Okay. Daddy hat mich lieb. Schau mal, hier schon ist. Ist das mein Zimmer? Kann ich hier looten wieder? Noch mehr Reis. Ups. Gefunden dreimal Reis. Du kannst aber nicht alles drachen. Habe ich echt schon 30 Reis? So viel. Ne, 15 Reis. Augenblick. Ich habe eigentlich gedacht. Ein Effekt, der deine maximale Tragfähigkeiten für Verbrauchsobjekte auf 30 verdoppelt. Ja, was stimmt hier nicht, aber okay. Ja gut, hier kann ich also nicht schlafen. Na, gucken wir mal weiter. Mal schauen, was wir noch so finden. Ja, man kann auch nach unten. Ach so, stimmt. Jetzt kann ich abhauen.
Everyone ready? All right, let's head to the Royal Sanctuary. Hopefully Richard's already there. Dann wollen wir mal was. Ooh, it's dark. So, dann gehen wir mal auf den Weg zum Heiligtum. Hi. Was bläst denn so rum, mein Freund? Moment. Jetzt wollen wir den Hubert mal haben. Ich glaube, der hat eine neue Waffe. Ah, das ist die. SK von 8 auf 10. Warum ist die 8 rot, grün markiert und ne, die 10 ist, so, 10 ist doch besser eigentlich. Nimm die Doppelklinge. Die kannst du auf jeden Fall mal gönnen. Jo, damit er mal was anderes hat als seine Holzstäbchen. Wo er eigentlich mehr Damage gemacht hat als ich. Aber es muss ja keiner wissen. So, danke. Die Lady ist immer noch aktiv, okay. Gut, da haben wir dann hier das Heiligtum. Oh, eine Katze. Die tiefen Augen der Rassekatze scheinen dir etwas sagen zu wollen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr dann als nächstes tun wollt, drückt einfach L1. Miau. Begibt sie zum königlichen Heiligtum. Dankeschön, weil sonst hätte ich das niemals erfahren, wohin ich jetzt müsste. Is this the royal sanctuary? It seems like it. I don't see Richard. I guess we'll just have to wait. Will wohl nicht, der junge Mann. Hau nur schon auf die Schulter. Ich bin dein einziger Bruder, lieb mich. Ich hab jetzt einen neuen Bruder. Sieht aus, als würde sie jetzt boxen. Die Schere geht jetzt dazwischen. Also, jetzt winkt sie. Das heißt, Richard ist da. Man, he's really late. Maybe we should give up and go back to the inn. Something important probably came up. Richard would never break his word. He'll come, I know it. Doch eine Katze. Meg ist die Katze. Ja, wie es aussieht. Ist wohl was dazwischen gekommen, dass er nicht kommt? Ich frag mich, wie viele Stunden das sind. I think we've waited long enough. It's very late now. We should get back. I don't understand. Why didn't he come? Was war das jetzt? Jetzt schniegt er sich wahrscheinlich selber rein. Findet er wahrscheinlich den Geheimgang auch so. Come here. I found something. Ah, da ist was kaputt. Da kriechen sie es jetzt wahrscheinlich durch. Can we crawl through that? Come on, let's check it out. Ja, ob die Sophie da durchpasst mit ihren langen Haaren. Ja, mal schauen. Auch gute Kameraführung. Man sieht sofort, wohin wir müssen. Okay. Ist das das Heiligtum? Das sieht nice aus. Wasser der Vergebung. Oh, wir haben Wasser der Vergebung bekommen. This water purifies one's body for the absolution of worldly sins in the hereafter. Asbel, do you have any idea what you're saying right now? Nope, not a clue. How about you, Sharia? I don't really know either. It means that even if you did a bunch of bad stuff when you were alive, you'll be forgiven when you die. I knew Hubert would know. You should pay more attention, Asbel. I won't always be around to explain things to you. What's up with her? Asbel? Sorry, Hubert. What did you say? Forget it. Oh, come on, don't get all sulky now. Haben wir hier noch was? Ne. Aha. Geheimjäger Final am Start. This must be the entrance to the secret passage.
Well, we've come this far. Might as well go inside. Ja, gönn dir. Geh einfach rein. Die Wachen wärmer. Nichts dagegen. No, it's dark in there and probably dangerous. Plus, what if Richard comes while we're in there? Dann ist er selber schuld, wenn er nicht zeitlich gekommen ist. Richard has to use the passageway to get here, right? We'll just meet him on the way. Ooh, maybe we can find him and scare him. Come on, let's go. So richtig eklig, ja. So richtig eklig, ja. Barona Katakomben. Aber, meine lieben Freunde, was uns in diesen Katakomben und was diese Fledermaus mit uns zu tun hat, das werden wir im nächsten Part erfahren. Von daher machen wir erstmal einen neuen Safe Point. Und ich sage, man sieht uns das nächste Mal. Oh Mann. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, euer Final.